Willkommen zu meinem Let's Play zu Civilization 5, Brave New World mit den Römern. Ja, das letzte Mal haben wir immer noch weiter versucht, die Stadt Babylon einzunehmen. Dann habe ich hier oben in diese Stadt entdeckt, die wohl etwas leichter einzunehmen ist, weil hier etwas flaches Gelände ist. Man könnte ganz gut hier, deswegen denke ich, ist die klügste Idee, erstmal die Stadt einzunehmen. Und dann als Brückenkopf weiter nach unten die Stadt versuchen einzunehmen, von beiden Seiten einzukesseln. Und dann hoffe ich mal, dass es geht. Ja, technologisch sind wir zurzeit erstmal Richtung. Schauen wir mal. Genau. Dynamit würde dann in 7 Runden hätten wir dann Dynamit. Also es wäre. Quasi Luftfahrt würde schnell mehr Zeit beanspruchen, also mehr Runden. Deswegen ist es wohl klüger, diese Schiene zu fahren. Haben wir da? Nee. Und jetzt können wir. Ja, genau. Gut. Gut. Und deswegen, wir brauchen ja noch. Also, die Stadt bräuchten wir, um die Kanonen abzugraden auf. Mit Dynamit auf Artillerie. Und deswegen brauchen wir diesen Brückenkopf da oben. Jetzt machen wir aber erstmal andere Sachen erstmal noch kurz hier, bevor wir die militärische Sache übergehen wieder. Ja, was haben wir denn hier? Also in 4 Runden ist mal sehr fertig. Die Stadt, die Hochschule. Vielleicht sind wir da ein bisschen schneller als die besagten Runden. Ist die Stadt riesig? Eigentlich können sie mal eine Fabrik gut gebrauchen. Wir haben ja noch 5 Ressourcen jetzt wieder durch die Insel hier hinten. Ich kann nochmal aufklingen. Ja, durch die hier. Jetzt habe ich die Stadt wieder verloren, aber egal. Dann gucke ich also, was ich hier gut brauchen kann. Also sie haben es glaube ich sehr gut. Ja gut, sind wir auch schon wieder ganz okay wieder oben. Das heißt, okay, das ist in Ordnung. So viel Artillerie brauchen wir auch nicht, das ist schon okay. Also brauchen wir ein bisschen Geld, um die abzugraden, wenn wir die Stadt dort haben. Genau. Jetzt bräuchten wir ein bisschen frischere. Am besten ist die Kanonen nochmal auszutauschen. Nächste Runde die Schütze auch nochmal auszutauschen. Genau, und jetzt habe ich hier unten noch was gesehen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber können wir nebenbei mal erledigen hier. Hier dieses Barbarenlager mal auszuräumen, das dürfte nicht sehr schwer sein. Naja. Was ist das Muskeltier? Ist schon etwas. Ich dachte, habe jetzt so am Krieger oder so gedacht, dass Krieger da wären, aber naja. Dürfte auch nicht die Welt sein, das Problem da zu lösen. Gut. Jetzt gehen wir dem mal an nächste Schütze noch. Den lassen wir erstmal hier noch. Die Kanonen, die müssen mal langsam in die Richtung gehen. Jetzt hier haben sie ein bisschen schneller sind sie hier mal. Gut. Gut, gut. Dann die Fregatte habe ich hier noch gesehen. Also wir gehen erstmal hier hin. Können wir das bombardieren? Nö. Dann bleiben wir mal hier. Erstmal. Ich will jetzt den Zug nicht verschwenden. Also ich will schon gerne. Wo haben die viele Marine? Aber es ist auch nicht so die Top-Einheiten. Ja. Mit Griechenland. Wir können noch mal gucken, aber. Ich denke mal, dass das nicht sehr lukrativ sein würde, mit denen jetzt zu reden. Was stand da? Jetzt hatte ich das nicht gelesen, was da stand, irgendwas mit Krieg. Aber. Ja, das mache ich. Theoretisch kann ich das machen, aber was wollen wir auf den Ganzen? Das wird auf keinen Fall, ich fürchte. Naja. Deine wirtschaftliche Lage ist aber auch nicht so gut, Junge. Minus 20, naja.
Dann bleiben wir erstmal hier. So, wer will was hier? Er hier. Gut. Ja, das können wir ein bisschen alles nach oben. Kavallerie wäre vielleicht noch ein bisschen, aber weil ich habe hier nichts, was wir hier so ganz schnell bewegen müssten. Kavallerie ist nützlich, wenn wenn die einen schnell von A nach B müssen. Also allgemein Pferdeinheiten sind da gut. Ne, du bleibst hier. Ne, du musst jetzt leider ein bisschen aussetzen hier. Weil die Kanonen brauche ich jetzt ein bisschen dringender oben. Gut, hier gibt es noch eine. Das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht mit den Altertümensachen, also mit den. Das ist ja eigentlich das Feature, neue Feature von Brave New World mit den. Ja, sowas ähnliches wie so Bautrupps, die dort irgendwie was gründen, also die dann aufgebraucht sind. Oder mit Großpersönlichkeiten, die irgendwie eine Erweiterung bauen. Kann man das nur, dass halt dann die hier weg ist. Ups, dass dann halt das weg ist. Ein Maus schwingt so ein bisschen rum, ist so ein bisschen. Bei Rundenwechsel ist immer so ein Problem hier. Gut. Ja, hier genau, die alte Tombstätte, die dann nicht mehr da ist, wenn man da den Archäologen hinschickt. Jetzt sind die Babyloner dran. Mit Frieden mit. Ja, interessiert mich eigentlich nicht so richtig. Hier. Naja. Müsste ich die mal nicht so runter austauschen hier. Ich kann die auch da oben hinschicken. Na, zwei Runden brauchen wir noch. Ah ja. Kriege mögen mit Waffen ausgetragen werden, doch sie werden von Männern gewonnen. Es ist der Wille der Männer, die folgen, und des Mannes, der sie führt, der den Sieg bringt. So sind nur sechs Runden. Ich habe eben gedacht, es wären sieben, aber ist umso besser. Gut, jetzt können wir offiziell die Einheiten auch bauen hier, die wir hier haben. Dann lassen wir mal ein bisschen heilen eine Runde, das dürfte nicht so viel sein. Halt, 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 halt. Nochmal zurück. An jetzt lassen wir ja sowieso. Wir haben nicht so gigantisch die Geld. Ich will mal gucken, wie viel das kosten würde. Oder kann man das überhaupt machen? Ne, geht auch gar nicht. Ja, dann. Können wir es auch nicht machen. Entscheidung abgenommen, gut. Ja, Militärnahme brauchen wir hier nicht. Was können wir hier noch? Ich schätze mal. Archäologe. Wir machen jetzt alle Dingsstätten. Nachher ist sonst ein anderer zukommen wir uns das zuvor. Und das ist dann etwas blöde. Okay. Mission in die Schule. Und das mal. Das war ich wieder zu schnell. Oder zu langsam, wie auch immer man das sieht. Ja. Werkstelle ist eigentlich immer gut, um Gebäude schnell zu bauen. Oder? Ja. Das halte ich für eine gute Idee. Gut. Hier die Meldung ist, naja, semi-interessant, so halb interessant. Ja. Hansing mein. Nach Griechenland wäre nicht so eine gute Idee. Oh, wir können sogar bis nach. Aber genau, wenn den am höchsten ist, 16. Ja, was mir so gefällt, aber das ist auch nicht viel, das ist viel. Auch wenn die jetzt ein bisschen Wissenschaft zu bekommen, aber die kriegen auch immer einen 10, aber ich glaube, das machen wir mal. Ja. Risk noch an. Aber er könnte natürlich hier mal schauen. Na, als nächste Runde möglich, aber. Gucken, ob es überhaupt gelingt. Aber die sind ja sehr gut, die großen Propheten bei sowas. Ja, lassen wir. Wir haben hier genug Schützen. Nein, also militärmäßig haben wir. Klar, die Oberhand. Wo ist jetzt er abgeblieben? Naja. Wir sollen ihn eigentlich auch sparen, um. Können wir die Stadt auch bombardieren?
Weil mich das mal interessiert, hier die Stadt einzunehmen, also zu bombardieren von da aus. Das müsste eigentlich. Ich guck mal kurz. Welche Entfernung hat er denn? Steht ja hier. Reichweite 2 müsste eigentlich gehen. Wenn er hier steht und dann. Ist doch mal gut. Ja. Eine Runde muss noch warten. Gut, die lassen wir auch mal hier. Immer ein bisschen näher ran. Gut, das bleibt auch mal hier, das Pferd. Naja, was gibt es denn noch so? Das geht ja diese tolle. Nee. Panzerschiff, oder? Ja. Nicht sehr nützlich. Und die eine sollte eigentlich doch noch mal. Ah, so weit entfernt. Ich gebe da mir auch eine Stadt. Achso, das ist ganz woanders. Ich dachte, das wäre auf Italien schon dort. Achso, ja. Naja. Ah, lassen wir, ne? Gut. Gut, lassen wir auch mal. Na, mich interessieren diese Einheiten alle jetzt erstmal nicht. Wie machen wir das denn jetzt hier mal? Es wäre echt klug, die Einheit hier mal auszutauschen. Das müssen wir machen, also ja. Kanonen sind ja langsam auf dem Weg. Mal gucken, wie lange er noch braucht. Aber so will ich jetzt nicht gehen. Dann sollten wir Schützeneinheiten mal in die Richtung schicken. Ich weiß gar nicht, hier ist heilt er wohl ein bisschen schneller als. Ja, dann geht der nächste Runde. Er muss ja auch noch heilen, eigentlich. Ah, können wir auch noch. Dann geht das auch nehmen. Schade. Gut, der große General, der mal gucken, wie weit er kommt. Braucht nur einen. Gut, Kanone, die sollten mal nicht den Weg versperren, aber dennoch geht's mal hier hin. Gut. Ah, die Kanone ist auch nicht ganz so gut. Ich will mal was gucken, was kann man sie denn upgraden? Wird ersetzt durch. Modelliert Schienengewehr, das dauert noch ein bisschen. Ist das möglich ist, nehmen wir hier raufklicken, nicht rechtsklick machen, gut. Technologie, ja, kann ich ja hier gucken. Oh, das sind wir eigentlich nicht ganz so weit entfernt von. Na, gut. Ja, lassen wir. Na, hat er da. Die fliegt auch nochmal hinschicken. Komm, komm, komm. Naja, dann nicht. Zu spät. Naja, schlimm aus. Gut, dann warten wir mal. Oder vielleicht sind jetzt noch die Dingsrunde. Also, da. Nee, ich sehe es hier unten schon, dass er schon dran ist. Gut, dann, oh je, ich hab's, Schütze haben Schaden genommen. Oh. Das ist ja doch jetzt ein bisschen blöder. Und zwar sind die jetzt auch nicht so. Ich quest da. Okay, das interessiert mich jetzt mal nicht kurz. Toll. Na, das wird sich alles noch hinziehen. Das ist nicht so toll. Haben wir noch einen frischen Schützen irgendwo hier? Nein. Nicht so ganz so frisch. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem die Einheiten hier hochschicken. Die brauchen wir da oben. Gut, der große General. Komm mal hier hin. Und da habe ich einen chinesischen Namen. Naja. Ich könnte man dann noch. Ich könnte das Programm dann die richtigen Persönlichkeiten mal so rausnehmen, wie Cäsar oder irgend sowas. Weil so ein chinesischer Name ist dann. Naja. Gut. Oh, das zieht sich lange hin, das gefällt mir nicht, aber naja.
zieht sie mir alles zu lang hin hier. Naja. Was soll man machen? Nochmal ein da großer Ingenieur. Schade drum, schade drum. Na, nicht. Schade, schade, schade. Mal gucken, ob wir die hier schon. Genau, das machen wir jetzt mal. Gut, das lasse ich mal kommentarlos dabei. Gut, kann da noch mal hingehen. Gut, hier, eigentlich können wir die Einheit endlich mal wieder mal zurückschicken hier. Gut. Gut. Ja, das dauert noch, bis du dich bewegen darfst in Ägypten. Wenn wir den mal eliminieren, da können wir leider nicht angreifen. Ich dachte, da kann man angreifen. Jetzt sollte ich die ein bisschen von dir stimmen. Ah, die Verkörperung des. Vielleicht können wir mal. Ah, die haben nichts, die haben überhaupt nichts. Ich kann ja nicht mal mit denen handeln. Mal gucken. Was gibt ihr mir denn dafür? Sugnoti? Dauta Ukedu. Ich gebe euch auch Geld, also. Er will nicht. Er will nicht. Sollen wir das einfach mal schenken? Ein bisschen freundlicher zu uns ist, weil ja, aber einfach ihm geben. Gib mal du das. Vielleicht, weil die Schiffe da durch zu haben, wäre schon sehr nützlich. Kai. Ich soll erstmal warten, aber ich guck mal. Ach Gott. Dann nicht. Das ist doch grässlich. Grässlich ist kein Ausdruck. Das ist furchtbar. Einfach furchtbar. Haben so drei so schöne Schiffe und dann. Können wir die nicht benutzen? Jetzt machen wir das mal. Mal gucken, ob das geht. Na, ich werde mal sehen, ob das was gebracht hat. Oh, hat schon was gebracht. Ich belohne Spieler mit dem Wachstumsstellen. Ach nee, ganz hinten. Sie möchten jetzt ihre Sonne anschließen. Ja, das schaffen wir. Was war das hinten? Achso, müssen glauben. Naja. Gut. Wir müssen mal ein bisschen warten. Und dann eliminieren. Nee, das können wir noch nicht. Das geht noch nicht. Gut. Hier auch mal warten. Da auch warten. Ja, hier müssen wir leider warten. Also. Nee, das ist eine gute Idee, da reinzugehen. Kommen wir bald auch nicht mehr durch wegen der Grenze. Mal schauen. Ich wäre gut, eine Sanitätereinheit in der Nähe zu haben, aber haben wir da glaube ich nicht. Ich glaube, wir können automatisch erkunden. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn er hier. Na, zu spät. Zu spät. Zu spät. Ja. Zu spät. Gut.
Dann müssen wir mal weiter schauen, ob das noch was fährt so schnell. Also der große General, ihn zu eliminieren, wäre schon mal eine gute Sache. Maheda, er beschreibt der Zip. Ablehnen. Das ist nur für euren Vorteil. Gucken. Ich kann mir als Handelser nicht werden. Maheda, er beschreibt das sehe ich nicht. Das müssen wir ja ganz wieder dahin schippern. Hier bitte was? Hört doch jetzt das. Was war die andere mit dem Sinn im Wünsch das Wunder Brandenburger Tor? Okay. Halt. So, mal schauen. Ah, ich hätte mal einen weiter, naja. Fängt schon denn schon an. Lehme nicht mehr gleich komplett. Ich glaube, es gibt da noch mehr Kultur, wenn man das später im Zeitalter. Ich bin mir nicht so sicher. Gut, Architekt. Alles gasslich. Aber naja, so schlimm ist es auch nicht. Aber zieht sich alles so lang hin. Gut, wir können ja nochmal. Wie viel haben die denn jetzt hier? 11 von 14. Wir können ja nochmal um das festigen. So Sachen machen. Jetzt haben wir es gemacht. Gut. Wir haben noch einen Ritter hier. Da können wir mal Ägypten manchmal erforschen, weil wir sowieso auf eine ganze Mitte haben. Das ist, denke ich mal, eine gute Idee. Aber ich war fast in die Grenze reingegangen. Gut. Das geht mal nicht. Das geht auch nicht. Ja, heilen. Versuchen wir mal eine Runde zu heilen, für wenn wir kommen. Da kann man hier oben hingehen. Ach, nicht so toll. Wie lange braucht dann Rom noch hier für eine Runde? Okay. Die südlichste Stadt hier oben. Wie teuer ist denn wohl eine Artillerieeinheit? Vielleicht sollen wir einfach so angreifen oder. Ich weiß nicht. Also, wir können auch einfach in die Stadt bauen, ich weiß nicht, was man machen kann. Ja, aber das nützt ja alles nichts. Nee, ich habe mir gerade überlegt, wegen der Marine einhalten, aber das ist ja schwachsinnig jetzt. So also eine tolle Armee und dann wollen wir sie nicht. Warte, Augenblick. Ich sehe gerade hier. Die locken mich ja hin, das ist nicht so. Was man machen könnte, ist das Gebiet mal plündern eigentlich. Um ein bisschen was aber ist hier ein Lager oder sowas? Nee. Aber hier vielleicht um damit die schneller heilen, oder? Aber hier ist nicht so ein Lager oder sowas. Doch, hier ist ein Sägewerk. Lass mal machen. Sind die ein bisschen schneller wieder frisch. Ich finde eine gute Idee.
Lass mir das mal. Mache ich aber selten das Plündern, weil ich irgendwann ja auch selbst wieder, wenn ich die Stadt habe, muss ich ja, will ich ja auch die Sachen nutzen. Dann muss ich ja alles wieder nachbauen. Das finde ich nicht so gut. Gut, nächste Runde ist dann mal die Hochschule fertig und gucken, wie viel. 779 wäre das. Wie weit wir dann sind, und ich denke mal, dass auch der Zeit für eine Pause machen. Naja. Hamburger Tour wünschen sie sich, das baue ich dann auch in Rom dann mal. Wünschen wir mal. Boah, 1000 Meldungen, wollen wir mal gucken. Das habe ich, glaube ich, über Wasser hingeschickt, aber Alexander Graham Bell. Nee. Telefon jetzt schon, naja. Da ist nicht mehr wieder. Gut. Dann denken wir das Brandenburger Tor. Dann, was haben wir alles für Meldungen? Irgendwas mit. Ich habe auch leider was von mir liefern. Okay. Ja, wir haben ein paar Verwundungen, glaube ich. Boah, geht. Lassen wir auch mal hier. Ne, versuchen wir mal dahin zu gehen. Ach Gott, 1000 Einheiten. Gut. Kriegen wir ihn noch hier, den großen General, einmal abgedingen. Bis hierhin können wir maximal gehen, also müsste es hier gehen. So, weg ist er. Also gut. Können wir bis hierhin schon angreifen? Ne, müssen leider noch einen weiter. Noch einen großen General auch. Wovon haben die einen großen General? Da kriegt man den auch, wenn man. Naja. Verteidigt oder einfach nur angreift. Wie auch immer. Hat ja auch nicht viel gebracht jetzt hier, aber naja. Auf lange Hinsicht wohl dann doch schon, aber. Ist diese drei Runden noch waren. Ich denke, es ist jetzt mal Zeit für eine Pause. Deswegen. Ja, das wäre jetzt noch eine harte Nuss hier. Einen Angriff können wir maximal noch hier machen mit der, aber wir kommen da nicht nah genug ran. Damit. Kanonen sind auch hier nicht so ein schönes Gelände. Die Einheit können wir leicht eliminieren, das ist nicht so ein Problem. Ja, aber dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, tschüss.